Hanna Weig, warum sie Töchterchen Delia nicht mehr stillt. Hanna Weig, warum sie Töchterchen Delia nicht mehr stillt. Hanna Weig gibt Baby up, dass es zum Stillen 3 Monate ist es nun her, dass die kleine Delia das Licht der Welt erblickt hat. Auf ihr Töchterchen sind Mama Hanna Weig und Papa GZSZ Schauspieler Jörn Schlönfeucht mächtig stolz. Bei YouTube hält die 21-Jährige ihre Follower mit up, dass es ihre Tochter auf dem Laufenden. Nun berichtete sie, warum sie aufgehört hat, Delia zu stillen. Ein Thema, das offenbar große Diskussionen auf der Plattform auslöst, wie die junge Mutter sagt. Es kam nicht viel Milch, weil mein Körper so geschwächt war. Ich habe versucht, abzupumpen, aber es kam einfach nicht so viel Milch, weil mein Körper so geschwächt war, erklärt Hanna. Nach der Geburt hatte die YouTuberin tatsächlich arg zu kämpfen. Die 21-Jährige hatte während ihrer Schwangerschaft das Help-Syndrom. Das führte dazu, dass sie nach einem gefährlichen Entbindungsdrama sogar kurzzeitig mit ihrem Leben rang. Für Hanna und die kleine Motte ist es aber nochmal glimpflich ausgegangen. Die Folgen des Dramas führten jedoch dazu, dass Hanna sich unmittelbar nach den Obstrapazen nicht um ihre Delia kümmern konnte. Bachelor Daniel, erster Auftritt Rebeccas Familie glaubt nicht an Selbstmord. Kann so hartes Training für Kinder gesund sein? Kinderwagen-Chaos um Benevita-Erzieher mischen Schlafmittel in Gummibärchen. Hanna Weigs peinliche Pannenpost. Dieser Vater ließ seinen Sohn zur Schule. Jorgen Auftritt mit Lukas Rieger bringt Hass im Supermarkt von einer Schlange gebissen, wenn der Mathe-Prof mal Pornostar war. Hanna und Jörn sind auf Prenahrung umgestiegen, da musste ihr Verlobter Jörn kurzrum in die Mama-Rolle schlüpfen. Wir haben jeden Tropfen genutzt und es ihr über die Flasche gegeben, erklärt die 21-Jährige. Deswegen hat sie allgemein am Anfang immer schon Zufütternahrung bekommen, und Muttermilch. Bis zur 9. Woche ging das so. Doch dann machte ihre Brust Probleme, berichtet Hanna, es kam wirklich fast nichts mehr. Es hat einfach für eine Flasche gar nicht mehr ausgereicht. Da hat sie den Entschluss gefasst, Delia nur noch mit Folgemilch zu ernähren. Die verträgt sie eher super, und, ihr geht's mega gut mit der Nahrung, betont die frisch gebackene Mama. Und das ist doch nun wirklich die Hauptsache.